Denn es wurde ja jetzt von Wahlergebnissen geredet. Wahlergebnisse heißt auch Stimmen auszählen. Stimmen auszählen ist anstrengend. Das wird von gestressten Wahlhelfern übernommen oder von manipulierten Wahlhelfern oder von sonst irgendwas. Einige von uns haben sich als Wahlbeobachter zur Verfügung gestellt und da durchaus eigenartige Beobachtungen gemacht. Einer davon wird jetzt zu uns sprechen. Das ist Klaus. Hallo Greifswald, ich habe aus Jux und Dollerei gedacht, ich gehe mal im Wahlbüro 92 und schaue mir das mal an, wie die Stimmzettel gezählt wurden. Ich kannte ja die Schwuppler-Studenten da schon von der Antifa. Und das hatte mich angespornt, da mal zu beobachten und habe dann anschließend auch Stimmen nachzählen lassen. Und bei diesem Ergebnis von zwei Parteien, das reicht schon, spricht schon Bände, weil die waren schon zu der Zeit bei der Europawahl über 12 Stunden im Wahlbüro und übermüdet. Bei der Nachzählung von 86 angegebenen Stimmen der CDU blieben 76 Stimmen übrig, das macht über 12%. Und die AfD hatte 221 Stimmen. Also, wenn ich das als Wahlhochrechnung nehme, sage ich euch, die Anstrengung der Bürger ist umsonst. In Deutschland kann man mit einer Strichlistenwahl oder wie es die Kreuzwahl heißt, nichts gewinnen. Es wird gelogen und betrogen in jedem Wahlbüro. Das behaupte ich und das könnte ich beweisen, wenn man das nachzählt. Danke, Klaus.